Da bist du hässlich. Was sie wohl umgebracht hat, sieht nicht nach dem Werk von Nekrophagen aus.
Komm schon, komm näher. Yeah.
Bauern sind nicht gekommen, um höflich zu bitten. Hier wimmelt's von Ratten. Sowohl Tote als auch Lebendige. Die fressen... Ich sollte Keiras Lampe benutzen. Dieser Adelsfritze. Wo ist dieser Adelsfritze? Hier liegt er. Mausetot. Der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer. Verteilt sein Blut und seine Scheiße überall. Hat sich ausgeadelt. Sie haben es zu schnell gemacht. Hätte mehr leiden müssen. Er ist nicht der Einzige. Die Söhne können für ihn leiden. Und die Tochter nach oben. Blut. Hier haben viele ihr Leben gelassen. Die Reichen. Ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen wie... Die Reichen. Ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwemmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen? Oh, mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Krätze. Und der Gestank. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauern, Sie sind durch die Tür in den Turm.
fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern. Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauern, Sie sind durch die Tür in den Turm. Nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritz ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du? Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Ich bin ein Hexer. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du?
Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie. Wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Der Magier, der hier lebte, wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein. Sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Was war denn das für ein Trank? Erinnerst du dich an sein Aussehen oder den Geruch? Ich weiß nur noch, dass ich Angst hatte, ihn zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall. Am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von hier fort? Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben. Aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich?
Gut, ich rede mit Graham. Wo finde ich ihn? Er lebt im Dorf am Seeufer. Aber was, wenn er mich vergessen hat? Wenn er dich geliebt hat, wird er sich erinnern und helfen wollen. Er sagte, er würde mich immer lieben. Geh zu ihm. Beeil dich bitte.